So, dann hätten wir jetzt schon mal das Ding gesammelt. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, haben wir. Hier, kaputter Peilsender. Warte, das kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zugs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Miau. Boah, ich liebe das Miauen. So, okay. Kommst du mit, oder? Ja, Mann, Seamus. Wie lange willst du noch da hinten putzen? Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Ja, okay, mit dem können wir jetzt nicht. Ich glaube, Zoe kann uns da nicht helfen. Wer ist das nochmal? Das ist herrlich. So. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal jetzt zum Musikanten. Bringen dem noch einen dieser Songs. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, ich habe da noch mehr auf jeden Fall. Hier, Notenblatt 4 von 8. Die, des Nachts du hold am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Da bin ich jetzt gespannt, ob der gut ist. Miau. Das ist wieder Momo bestimmt, hä? Nein, Jopsy. Ein Held hat für einen kleinen Tauschhandel, findest du nicht? Ja. Komm. Oh, dieser Preis hat ziemlich mitgenommen aus. Vielleicht weiß der Barkeeper, wie man ihn repariert. Okay. Aber warte, wir haben da ja noch etwas. Ja. Geheimnisvolles Passwort ist hier. Ja. Dann. Hier, ich kenne Oma. Ja. Der eine ist wieder sauer. Du siehst verloren aus, was brauchst du? Das sind. Ja, yeah, okay. Hoppla. Dann. Poncho. Ja. Der Peilsender ist ziemlich lädiert, sieht aber reparabel aus. Du solltest dich an den Barkeeper wenden. Okay. Können die vielleicht was mit einem Poncho anfangen? Ich spreche mal mit Ronan. Nein, mit Ronan. Hier. Ja, okay. Dann Joris. Poncho. Kann ich mit dem Poncho nichts machen? An Jaila? Kann ich absolut nichts mit dem Poncho machen? Okay, ich glaube, der Poncho ist nutzlos. Niemand will den haben. Nein, hier bin ich falsch. Hier ist wieder was offen. Ah.
Das ist der Bankskopf. Jacob! Hast du Lust auf einen Drink? Ja, gib mir Milch. Ja, okay. Wollen wir mal wieder was trinken? Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist selber gab nur ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Der Name ist Elliot, sein Büro ist gleich links von hier, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Ja, okay, dann gehen wir jetzt zu Elliot. Ja, hier tropft es auch. Elliot war genau diese Richtung. Das Omas Laden, das ist hier Elliot. Ja, genau. Miau. Boah, wie geil das mit den Augen gerade so. Warte. Schade. Die Wunder zu programmieren, Sklaven zu sein, haben aber seit 2.544.855.556 Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwettler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Ja, also über 2 Milliarden Tage. Müssen wir mal ausrechnen, wie viele Jahre das sind. Vielleicht können wir so auch rausfinden, wann die genau hier gedingst sind. Also in welchem Jahr die vielleicht wären. Ja, kann ich dir helfen? Ja. Hier, Peilsender. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Torima BR 2000. In diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Honcho, wo hast du den gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Nice. Schau, kein Biber mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Neuen Gegenstand errungen. Reparierter Peilsender. Nein. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Nice. Jetzt haben wir nur noch Passwort, Notenblatt und Peilsender. Komm, lass mich raus. So, dann suchen wir mal Momo. Hier. Momo! Ups! Und ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seamus etwas Interessantes gefunden? Ah, zu Seamus müssen wir. Seamus! Hier war er, ja. Seamus! Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Ja, du hast es geschafft. Du hast ihn repariert? Gut gemacht. Gib ihn her. Nö, das ist jetzt meins. Finger weg. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist.
Okay. Guck nicht so böse. Die weißen Pfotenabdrücke hier, ey. Komm, Seamus, geh doch schneller. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein, ich muss es wissen. Auf geht's. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mich vorher ja auch schon gefragt, wohin diese Tür führt. Okay. Ja, Seamus, kommst du mit? Oder soll die Katze wieder alles alleine machen? Ja, Seamus kommt mit. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, Seamus wird draufgehen. Wenn diese Viecher hier sind, diese Zurks. Sieh dir all diese Zurkeier an. Sie werden uns auffressen, ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Feige Sau, du. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Neun Gegenständerungen. Außenwettler-Abzeichen. Ich werde dir die Tür öffnen. Ja, okay, dann mach mal auf. Ja, lass mich drauf gehen. Arschloch. Aber ich finde es interessant, dass diese Katze genau weiß, wo sie hin muss und was sie machen muss. So, von Quests. Zu wem sie muss und so weiter. Jetzt habe ich Angst, ein bisschen zu miauen. Sackgasse. Oh oh. Nee, ne? Nein. Ach nee. Nein! Oh. Och nee, da kommt noch mehr. Nein! Weg von mir! Nein! Ach nee, noch mehr. Komm! Ja. Mittlerweile, ich hasse diese Zugs. Ah? Okay, dann so. Ah.
Oh oh. Die arme Katze. Alles okay, das war ein heftiger Sturz. Das auf jeden Fall. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh, ich sehe schon. Oh, die arme Pfote wieder. Oh. Ja. Komm, deck die Pfote. Ach, einmal dran lecken, schon geht's wieder. Ja, Katzen kennen keinen Schmerz. Ja, ich habe so gefühlt, gleich kommen noch mehr von den Viechern. Hm. Nee. Ah. Bestimmt so. Warte mal, ich will jetzt was wissen. Hier gibt es drei Erinnerungen, die muss ich irgendwo finden. Okay. Kann ich da hin? Nein. Aber da. Und hops. Hops. Und hops. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl hier. Das sieht so aus, als wären hier gleich wieder zu. Da ist ein Ball. Aber ich habe irgendwie Angst. Nicht, dass ich jetzt mit dem Ball spiele und dann kommt Zurx. Und dann darf ich hier wieder rennen. Warte mal, bevor wir darüber gehen, ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Hier gibt's nichts. Ah, da ist was. Gegenstand verwenden. Ja. Das ist ein Stromgenerator, aber es scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Ja, okay, dann muss ich was finden. Kann ich da hoch? Ne. Was brauchen wir jetzt? Bestimmt auf der anderen Seite. Oder... Sei leise. Du bist eine Katze, du musst sneaky sein, ja? Boah. Jetzt bloß keine Zugs hier. Ob uns hier hinterher haben. Ich denke schon, dass wir alle weiterleben wollen. Da können wir rein. Weiße Zurks? Boah! Hm, hier ist noch ein Generator. Aha. Hier kann ich aber nichts wegnehmen. Hier gibt's auch nichts. Hm. Gibt's hier unten irgendwas? Warte mal. Das ist doch der Doc. Hua! Warte, du bist kein Zug.
Wer bist du dann? Das ist mein Antrieb, dass du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, James, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünsche, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Okay. Ah, aber hier haben wir eine Erinnerung. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst James. Ist das dasselbe? Einen haben wir gefunden. Was haben wir da? Radio. Müssen wir nicht unbedingt einschalten. Was haben wir hier? Hey, sei vorsichtig mit dem Flugzeug. Bei voller Ladung kann er Zugs wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Kraftstoff braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Flugzeug wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Können die Roboter wirklich nichts selber machen? Einfach eine Katze vorschicken, die keine Ahnung hat, was eigentlich die Roboter von der wollen? Wird die Katze einfach vorgeschickt, um hier irgendwas zu machen? Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Sicherung, neue Gegenstand errungen. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zugs. Klar, natürlich. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich dann den Flugzeug aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen und die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Ja, falls ich das überlebe. Arme Katze wird hier einfach in den sicheren Tod geschickt. Aber war klar, dass gleich dann Zugs kommen. Das sah auch schon irgendwie so aus. Ja. So. Kann ich da wieder rüber? Ja. Hör auf zu miauen. Gleich kommt Zugs. Ich habe echt Angst davor. So. Hier. Was? Ja. Okay, der läuft jetzt. Ah. Oh nein. Ah, ich muss. Muss ich im lila Licht bleiben oder wie? Nein. Schalt die alle aus. Oh. Okay, mir passiert damit nichts. Okay. Kommt her. Jag mal die Zugs. Hier müssen auch noch welche sein.
Ja, Mann. Es funktioniert. Herr Stange, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Flux ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Ja, Mann. Warte mal, vielleicht kann ich den Flux an deiner Drohne befestigen. Nice. Es hat geklappt, der Flux ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Oh. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Können wir den mitnehmen? Nein. So, der ist unten rumgegangen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ah, okay. Schaff all diese Zugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Halte LB, um deine Fluxer zu benutzen. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ich hoffe ich jetzt auch. Ich will den jetzt auch nicht so zu oft benutzen, sage ich jetzt mal. Nur wenn wir jetzt wirklich von Zirks überrannt werden, dann wäre es gut. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Mit Doc sprechen. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Gehen erstmal an die Seite. So. Dann müssen wir hier da rein. Aha, nach da hinten wahrscheinlich. Miau. Ja, da sehe ich schon. So, und hoch. Ja, ich habe schon ein bisschen Bammel hier. Ach, da oben kann ich nicht, ich muss da runter. Oh oh. Sie ist gleich kommen. Das werden wir wahrscheinlich nicht überleben.